Gartenfreunde, hallo. Heute werden wir mal effektive Mikroorganismen ausbringen. Hier einen Kanister. Mikroorganismen sind für alles gut. Lies mal kurz vor, das kann ich gar nicht merken. Zur Förderung von Bodenleben, Keimung, Wurzelbildung, Blüte, Fruchtansatz und Reifung von Pflanzen. Zur Kompost- und Bokashi-Beschleunigung. Zum Aktivieren von Pflanzenkohle, Gülleaufwertung und Mistveredelung. Das sind jetzt die Vorteile im Garten erstmal. Jetzt mal auch weniger Ungeziefer zum Beispiel, das ist nicht drauf gestanden. Man kann auch in seiner Wohnung damit putzen und alles Mögliche damit machen. Also, da gibt es ganze Bücher, die sich mit Mikroorganismen beschäftigen. Man kann sogar trinken. Also ist völlig ungiftig. Oh, schmeckt das gut. Oh, leicht sauer, aber nicht schlecht. Was für ein Garten gut ist, ist für einen selber auch gut. Ja, ich würde es jetzt im ganzen Garten ausbringen mit einer Feldspritze. Ich habe da eine aus Italien, eine ganz besondere. Die ist aus Kupfer. Und da wird gleichzeitig das Spurenelement Kupfer mit im Garten ausgebracht. Das ist auch für alles Mögliche gut. Wir machen zwei so Behälter voll. Das sind ungefähr 10 Liter, die da reinpassen. Ich habe hier einen 5 Liter Kanister mit Mikroorganismen. Und dann mache ich jetzt zweimal voll. Also einen halben, 2,5 Liter Mikroorganismen und den Rest mit Wasser voll. Also eine 3:1 Mischung. 3 Teile Wasser, 1 Teil Mikroorganismen. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt geben wir erstmal die 2,5 Liter effektive Mikroorganismen rein. Ungefähr. Den Rest füllen wir mit Wasser auf. So. Wir bringen die ungefähr 3 bis 4 Mal pro Jahr im Garten aus. Also, ich fange im Mai an, das erste Mal, dann alle 6 Wochen ungefähr, im Winter nicht. Am besten ist, wenn es nicht ganz so warm ist und wenn es gerade nicht regnet. So wie jetzt. Überall drauf, alle Blätter. Ich spare überhaupt nicht damit. Manche sagen sogar, das Gemüse schmeckt besser. Natürlich die Bäume nicht vergessen. Weil kriegt auch wegen was ab. Die Apfelbäume. In den Bäumen geht es eh viel zu gut, wenn man schon
einen guten Anstrich gekriegt, nur einen Lehmanstrich. Gibt es auch ein Video dazu. Die Tomaten schon einsprühen, halten die locker aus. Verfaulen deswegen nicht. Im Gegenteil. Schubst vielleicht. So Braunsäule. Die werden größer, der Geschmack besser, das Gras grüner. Effektive Mittelorganismen sind für alles gut. Das soll bloß keiner wissen. Es gibt jetzt im Internet jetzt Kupfer. Und andere von Stiel zum Beispiel, die gibt es auch überall im Internet oder im Baumarkt. Es gibt auch günstige für 10, 15 Euro. Das reicht eigentlich auch aus. So, der Kanister ist leer. Der Garten riecht fruchtig nach Mikroorganismen. Also, immer schön sprühen. Es wird immer besser. Am Anfang merkt man nicht so viel Effekt. Aber dann im zweiten Jahr spätestens, dann merkt man, dass alles besser wächst, mal weniger Ungeziefer und ist eine gute Geschichte. Dann ciao, ciao. Die Mikroorganismen gibt es im Internet, bei weltberühmten Online-Plattformen zum Beispiel. Oder auf meiner Webseite lindkind.de.